In diesem Video geht es um die bedingten Wahrscheinlichkeiten und die sogenannten Vierfeldertafel. Das Ganze werden wir ein Beispiel folgender Fragestellung einführen, und zwar: Angenommen, ich habe mich positiv mit einem Corona-Schnelltest getestet und jetzt möchte ich wissen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich tatsächlich infiziert bin. Um es beurteilen zu können, brauchen wir natürlich irgendwelche Daten. Ich habe jetzt bei den üblichen Anbietern, die es auch hier vor Ort gibt, nachgeschaut. Und zwar einmal bei Lidl. Da gibt es das folgende Antigen-Schnelltest in einer Fünferpackung. Und ich möchte ein paar Informationen dazu haben. Deshalb klicke ich hier auf Produktdetails. Hier gibt es eigentlich nur diesen Lieferumfang. Und wenn ich hier auf weitere Informationen klicke, werde ich irgendwo ins Nirvana geschickt. Obwohl Lidl hier überall ist, finde ich eine sehr schöne Arbeit der Online-Marketing-Abteilung. So, ich könnte natürlich auch bei einem Hersteller nach den relevanten Sachen suchen. Diesen Schnelltest gibt es aber auch beim DM zum gleichen Preis. Hier bei der Produktbeschreibung finde ich auch die Informationen, die mich gerade interessieren. Das ist einmal die Sensitivität, die liegt bei 97,1%, und die sogenannte Spezifität, diese liegt bei 99,4%. DM geht davon aus, dass Menschen, die das kaufen, wissen, was die Sensitivität ist und wofür die Spezifität steht. Oder geht es davon aus, dass die Leute das auch einfach recherchieren. Etwas schöner hat es für mich Aldi gelöst. Auch hier gibt es Corona-Schnelltest, auch in Fünferpack zum gleichen Preis, aber von einem anderen Hersteller. Was ich hier gut finde, die Begriffe Sensitivität und Spezifität werden angegeben als Zahlen. Es wird aber auch gesagt, wofür diese stehen. Sensitivität ist nämlich eine Erkennungsrate. Dieser Wert beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine mit Covid infizierte Person mit diesem Test auch als solche erkannt wird. Und die Spezifität ist Prozentsatz, zu dem nicht infizierte Personen als gesund erkannt werden. Also das bedeutet, wenn ich nicht infiziert bin, werde ich mit diesem Test zu 99% als nicht infiziert auch erkannt. So, die Daten, die wir noch brauchen, ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich überhaupt infiziert bin. Und hier habe ich jetzt eine ziemlich grobe Schätzung gemacht. Und zwar bin ich einmal auf die Seite des Kreises Borken gegangen. Ich lebe im Kreis Borken und möchte jetzt auch für mich diese Wahrscheinlichkeit ermitteln. Momentan gibt es im Kreis Borken 429 Infizierte, und daraus möchte ich die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung schätzen. Im Kreis Borken leben 370.676 Menschen, und wenn wir jetzt die relative Häufigkeit der Infizierten ausrechnen, kommen wir auf einen Wert von 0,001, also bei etwa 0,1%. Es wird aber auch eine Dunkelziffer geben, deshalb werde ich großzügig mit einem Wert von 0,002 hier in diesem Video rechnen, als Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person im Kreis Borken am heutigen Tag mit Covid-19 infiziert ist. Okay, kommen wir zu der Analyse der Situation, oder besser gesagt zu der Mathematisierung von dem Ganzen. Aus mathematischer Sicht handelt es sich hier um ein Zufallsexperiment, und für uns relevant sind eigentlich folgende Ereignisse. Einmal das Ereignis I, dass wir eine infizierte Person treffen, und das Ereignis T, wir treffen eine positiv getestete Person. So, ich würde gerne hier den Test mit der Sensitivität von 96% und der Spezifität von 99% betrachten. Der Grund ist, die Zahlen ohne Komma sind für mich einfacher bei der Rechnung, etwas leichter darzustellen. Es soll jetzt irgendwie keine Kaufempfehlung für diesen Test sein. Das ist jetzt sowieso kein Werbevideo dafür. So, dann gibt es noch die grobe Schätzung dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist man im Kreis Borken am 21.08.2021 mit Covid-19 infiziert.
Ich kann nur die Daten nehmen, die mir vorliegen. Und ich komme jetzt zu einem Wert von 0,2%. Ob das jetzt tatsächlich eine gute Wahrscheinlichkeit dafür ist, weiß ich nicht. Möglicherweise, vielleicht aber auch nicht. So, wenn wir jetzt eine Person testen wollen, müssen wir erstmal wissen, ob diese infiziert ist oder nicht. Sonst können wir mit Sensitivität und Spezifität nicht arbeiten. Deshalb als erstes gucken wir uns die Wahrscheinlichkeiten dafür an, dass wir eine infizierte oder nicht infizierte Person haben. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,02 haben wir eine infizierte Person vorliegen. Und das Gegenereignis, eine nicht infizierte Person, hat dann die Wahrscheinlichkeit von 1 minus diesen Wert. Also das Gegenereignis mit der Wahrscheinlichkeit von 0,998. So, jetzt kommen wir zu der Sensitivität. Sensitivität bedeutet, wir haben eine infizierte Person und testen diese. Sensitivität bedeutet, mit dieser Wahrscheinlichkeit wird eine infizierte Person tatsächlich als infiziert erkannt. Das bedeutet hier, mit der Wahrscheinlichkeit von 0,96 wird ein positiver Test vorliegen. So, die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses T ist 0,96. Hier Index I bedeutet, zuvor hat das Ereignis I stattgefunden. Das haben wir jetzt hier markiert. Gelesen wird, dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses T unter der Bedingung, dass I zuvor stattgefunden hat. So, dann gibt es noch das Gegenereignis von T. Die Person wird negativ getestet. So, diese liegt bei 0,04. Das ist die Wahrscheinlichkeit von dem Gegenereignis von hier. Also 1 minus das gleich 0,04 und eine ähnliche Schreibweise. So, bei der Spezifität geht es um Personen, die nicht infiziert sind. Und dieser Wert gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir Nicht-Infizierte als Nicht-Infizierte erkennen. So, wir starten erstmal mit dem, mit der Gegenwahrscheinlichkeit dazu. Nämlich, wir haben eine nicht-infizierte Person und ein positives Testergebnis. Also die Person wird jetzt fälschlicherweise positiv getestet und die Wahrscheinlichkeit ist dann 1 minus dem hier, also 0,01. Und an dieser Stelle sehen wir jetzt hier die Spezifität. Die Person ist infiziert, nicht infiziert und wird negativ getestet. Und bei diesem Zweig hier sehen wir die Spezifität. So, die Ergebnisse, die jetzt vorliegen, werden folgend notiert. Entlang von diesem Pfad haben wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person infiziert ist und positiv getestet wurde, nach der Pfadregel müssen wir die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren und kommen hier zu diesem Wert. Entlang von diesem Pfad haben wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine infizierte Person haben, die gleichzeitig negativ getestet wurde. Das ist jetzt hier dieser sehr, sehr kleine Wert. So, entlang von diesem Pfad bestimmen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine nicht infizierte Person haben, die positiv getestet wurde. Und wenn wir jetzt den letzten Pfad uns anschauen, haben wir eine nicht infizierte Person, die negativ getestet wurde. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon ziemlich groß. Wir sehen auch an dieser Stelle Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir infiziert sind und positiv getestet sind, die ist tatsächlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir nicht infiziert sind und positiv getestet wurden. Das heißt nicht, dass dieser Selbsttest jetzt irgendwie schlecht ist. Also diese Sensitivität und Spezifität, die sind tatsächlich schon ziemlich gut. Diese Wahrscheinlichkeiten, die hier vorkommen, sehen so aus, weil momentan zumindest die von mir grob geschätzte Wahrscheinlichkeit, dafür infiziert zu sein, sehr, sehr gering ist. Also wenn wir jetzt eine
relativ seltene Erkrankung haben, bringt hohe Sensitivität und Spezifität nicht immer das Ergebnis, was man erwarten würde, dass ein positiver Test mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Infektion bedeutet. Das schauen wir uns aber gleich nochmal etwas intensiver an. Üblicherweise werden die Ergebnisse hier in einer sogenannten Vier-Felder-Tafel zusammengefasst. Namensgebend für diese vier Felder sind jetzt hier diese vier Stück. Das hat mich immer schon etwas verwirrt. Also eigentlich gibt es hier 16 Einträge, aber für die Namensgebung sind jetzt hier diese relevant. Was macht man bei der Vierfelder-Tafel? Wir nehmen unsere Ereignisse, die uns interessieren, schreiben diese Zeilen bzw. spaltenweise. Und da, wo sich die Zeilen und Spalten kreuzen, also wir haben jetzt hier infiziert, positiv getestet, da kreuzen sie sich. Hierhin kommt die Wahrscheinlichkeit für beide Ereignisse zusammen. Hier kreuzen sich negativ getestet und infiziert mit folgender Wahrscheinlichkeit. Nicht infiziert, positiv getestet und nicht infiziert, negativ getestet. So, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit jetzt hier entlang dieser Spalte uns anschauen, wir haben jetzt hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person infiziert ist und positiv getestet, beziehungsweise infiziert ist und negativ getestet. Wenn wir diese zusammenrechnen, bekommen wir insgesamt die Wahrscheinlichkeit dafür, infiziert zu sein. Also die Wahrscheinlichkeit plus die Wahrscheinlichkeit ergibt die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses I. Für diese Spalte analog, wenn wir die addieren und die addieren, bekommen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir nicht infiziert sind. So, zeilenweise, hier bekommen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir positiv getestet wurden. Einfach die Wahrscheinlichkeit plus die Wahrscheinlichkeit. Und in dieser letzten Zeile, die wir noch nicht bearbeitet haben, wenn wir entlang dieser Zeile addieren, bekommen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person negativ getestet wurde. So, mit diesem Feld hier, das ist noch freigelassen, können wir auch schauen, dass wir uns nirgendwo berechnet haben. Wenn wir entlang der Zeile hier addieren, beziehungsweise dieser Spalte hier, müssen wir auf den Wert 1 kommen. Liegt da keine 1 vor, haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. So, nun fragen wir uns immer noch, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, infiziert zu sein, wenn wir positiv getestet wurden? Und das kann man sich, das kann man erstmal folgend notieren. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich infiziert bin, unter der Bedingung, dass ich zuvor positiv getestet wurde. So, man kann sich das folgend vorstellen. Also, wenn ich positiv getestet wurde, lande ich erstmal in so einem Sack, einer Schublade mit allen Menschen, die positiv getestet wurden. Manche davon sind infiziert, manche nicht. Und wenn ich jetzt die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig infiziert und positiv getestet wurden, und teile durch die Anzahl der positiv getesteten Personen, bekomme ich jetzt also eine relative Häufigkeit dafür, die ich dann auch hier gleich der Wahrscheinlichkeit setzen werde, weil sich meine Wahrscheinlichkeiten auch aus diesen relativen Häufigkeiten ergeben. Hier steht die Anzahl, also eigentlich die absoluten Häufigkeiten, die können aber auch durch die Anteile ersetzt werden. So, das heißt, die Anzahl der gleichzeitig infizierten und positiv getesteten Personen kann ich hier durch diesen Wert ersetzen, durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich infiziert und positiv getestet bin. Und die Anzahl der positiv getesteten Personen kann ich durch den Anteil davon bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich positiv getestet wurde. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit kann ich berechnen, indem ich die Wahrscheinlichkeit von I geschnitten T, würde man das lesen, also gleichzeitig infiziert und positiv getestet, durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man positiv getestet wurde. All das kann man hier in dieser Zeile hier ablesen. Deshalb ist die Vierfelder-Tafel hier richtig nützlich. So, da sind also
die folgenden Wahrscheinlichkeiten. Wenn man diese durcheinander teilt, kommen wir auf 0,16, also bei etwa 16%. Ja, also würde ich mich jetzt mit einem Selbsttest testen und hätte ein positives Ergebnis, wäre zumindest nach meinen Annahmen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich tatsächlich infiziert bin, wäre die Wahrscheinlichkeit bei etwa 16%. Und wie gesagt, es liegt jetzt nicht daran, dass diese Tests schlecht sind, sondern ausschlaggebend ist momentan meine Annahme für die Wahrscheinlichkeit, am heutigen Tag infiziert zu sein. So, aus dieser Überlegung hier, wir haben jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit unter einer Bedingung berechnet und das werden wir gleich als eine bedingte Wahrscheinlichkeit definieren. Und diese Schreibweise und diese Rechnung hier machen wir dann zu der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Und zwar P von B unter der Bedingung A ist die bedingte Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B unter der Bedingung, dass zuvor Ereignis A eingetreten ist. Ja, also wir gucken uns die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B an und wissen, zuvor ist das Ereignis A eingetreten. So, und wir wissen jetzt auch, wie diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen ist. Es gilt nämlich, P von B unter der Bedingung A ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A und B gleichzeitig stattfinden, durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A stattgefunden hat.